Du bist jetzt das zweite Mal hier beim IMS mit dabei, also eigentlich schon eine Institution, denn es ist ja auch die zweite Veranstaltung. Was gefällt dir am IMS? Was hat sich vielleicht auch seit dem letzten Jahr verändert oder entwickelt? Ja, es ist natürlich sicher das erste Mal, das ist am schwierigsten, das ist so ein Testjahr. Ich bin selber der Meinung, es war auch letztes Jahr schon sehr gut und in diesem Jahr wieder sicherlich ein bisschen besser wieder. Und ich finde das ganz eine tolle Veranstaltung. Erstens, der Platz ist doch schön hier in Brixen. Und es ist ein unwahrscheinlich bunt gemischtes Publikum hier. Sehr international, tolle Zusammentreffen. Es treffen sich verschiedene Kletterer, können sich unterhalten. Vielleicht bilden sich auch dadurch neue Seilschaften. Und vor allem die Bekanntschaften zwischen den Jungen und den ein bisschen Älteren sind teilweise sehr wertvoll. Hast du ganz spezielle Erwartungen oder auch ganz spezielle Wünsche an diesen IMS 2010? Für mich wäre da ganz toll, wenn die Jungen die Möglichkeit hätten, vielleicht mit den Älteren ausführlich zu diskutieren. Wenn sie aber vielleicht ganz hoch hinaus möchten, dann können sie sehr wertvolle Informationen bekommen. Und sowas würde man eigentlich wünschen. Und ansonsten auch für das Publikum, dass sie Freude haben, dass sie sehr, sehr viel mitbekommen. Das ist eigentlich der Sinn von so einem Treffen. Wir haben gerade auch schon mit Dennis Rupko gesprochen, der sich, glaube ich, freuen würde, dich kennenzulernen. Hast du spezielle Wünsche, wen du hier konkret treffen möchtest? Ich werde jetzt sicherlich noch die einen und anderen treffen. Ich habe nicht direkt spezielle Wünsche, aber das sind immer wieder tolle Überraschungen. Du kreuzst einmal den, einmal den und es macht Freude. Leider kann ich jetzt nur heute hier sein. Ich habe geschaut, ich wäre gerne ein paar Tage geblieben, hätte ich mehr davon, aber es geht auch so. Heute, du bist ja auch im Sommer gerade hier viel in den Bergen unterwegs, heute hattest du die Möglichkeit mit IMS-Gästen, also mit Nicht-Bergsteigern, mit ganz normalen Menschen, wenn man so möchte, mal durch die Berge zu ziehen. Was hast du denen zeigen können und wie hast du denen deine Berge näher bringen können? Ja, wir waren jetzt unterwegs, eine kurze Wanderung oben im Skigebiet auf der Blose und da hat man ja natürlich Berge-Ausblicke zur Geisler-Gruppe, zur Beitler-Kofel-Gruppe und natürlich kann schon das ein bisschen zeigen. Und das sind ja auch die Berge, wo ich in meiner frühen Jugend begonnen habe. Das sind auch Berge, wo ich von meinem Heimathof aus immer in der Ferne gesehen habe. Ich habe damals gedacht, das ist das Ende der Welt da hinten. Später dann kletterst du da herum. Also es sind schöne Erinnerungen, die da drin stecken. Und ja, da gehst du einfach so dahin und wenn jemand spezielle Fragen hat, dann kann er ja herkommen. Und es ist so ganz, ganz locker. Ein Thema, das hier beim IMS eine Rolle schon gespielt hat, war am ersten Kongresstag das Thema Recht auf Risiko, natürlich auch eng verbunden mit dem Thema Eigenverantwortung. Du hast auf deinen zahllosen Expeditionen gerade mit dem Thema Risiko und Eigenverantwortung natürlich sehr viel zu tun gehabt. Wie ist deine Beziehung dazu und was ist die Aussage, die du in dem Zusammenhang jetzt vielleicht auch jungen Menschen, die in das Thema einsteigen, geben würdest? Ja, das mit Risiko ist natürlich immer so ein Thema. Es ist schwer, irgendwie in einem Zug durchzuziehen, weil für mich ist es ein Sinn und Notwand im Alleingang überhaupt gar kein großes Risiko, weil das einfach beherrscht. Mhm. Für einen anderen ist ein bisschen steilere Wanderung schon ein sehr hohes Risiko. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig. Und ich sage halt auch so, der Berg der ist schön, aber es ist ein Restrisiko einfach da. Und mit dem muss man halt versuchen zu leben. Ich kann damit sehr, sehr gut leben. Das muss auch so sein, denn sonst hättest du diese ganzen Touren und die ganzen Expeditionen nicht erfolgreich absolviert. Das heißt, deine Selbsteinschätzung muss eben sehr reell gewesen sein. Hattest du dennoch, wo du ja auch Kollegen verloren hast auf deinen Expeditionen, hinterher auch mal das Gefühl, diese Risikoabschätzung, die ihr sicherlich vorher sehr akribisch gemacht habt, ist nicht perfekt gewesen? Oder hättest du im Nachhinein gerne auch Sachen anders gemacht, anders geplant? Ja, es sind natürlich immer wieder Fehler drin. Ich habe im Nachhinein oft festgestellt, ich habe Fehler gemacht. Aber da ist es immer gut ausgegangen. Ich leider wurde es ein paar Mal das Pech gehabt, einen Kollegen zu verlieren. Aber das waren immer so Restrisiken, wo ich nicht voraussehen konnte. Einer ist natürlich ausgerutscht. Das ist ein Eigenfehler, ein Minifehler, der nicht mehr korrigierbar ist, weil da ist kein Fangnetz wie beim Skirennfahrer oder irgendein Reifenstapel wie beim Autorennfahrer. Wenn jemand nicht gesichert ist, der kleinste Fehler ist einfach nicht mehr korrigierbar. Aber wir machen Fehler, das ist ganz klar. Und du musst halt versuchen, das zu limitieren. Aber es ist ein bisschen mühsam, weil man ertappt sich immer wieder
und oft einmal bei den gleichen Fehlern. Das ist so. Und dass es ein bisschen ein höheres Risiko ist wie ein anderer Sportart, das, die Geschichte beweist es einfach, so braucht man sich nichts schön zu reden. Aber ich glaube auch so, wenn jemand den letzten Rest der Kindheit verloren hat, dann soll er nicht mehr klettern gehen. Dann denkt er zu viel, dann denkt er zu negativ und die Bewegungen werden blockiert, dann hat das keinen Sinn mehr. Zum Glück bist du an dem Punkt nicht gekommen, das heißt, du hast noch Ziele und du wirst auch sicherlich neue Ziele in Angriff nehmen. Dein letztes Ziel waren die 7-Second-Summits. Inwiefern geht es da für dich bald weiter? Was hast du in der Planung? Ja, ich habe zum Glück noch nicht ganz fertig. Ich habe noch ein bisschen was vor mir, aber schon ziemlich im Finale. Ich werde jetzt im Winter nach Neuguinea aufbrechen, um dort den zweithöchsten von Ozeanien zu probieren. Der ist aber technisch leicht, das ist nicht unbedingt diese alpinistische Herausforderung. Und dann als Finale in die Antarktis. Und dieser wird noch einmal sicher sehr kalt sein und sehr, sehr, glaube auch hart sein. Der ist bisher nur von einer Expedition bestiegen worden. Gibt es darüber hinaus noch weitere Ziele, die du schon vorgenommen hast? Projekte, die in dir rumschwirren, rumgeistern und die dich jetzt schon fesseln? Ja, sicher, Ziele hat man immer und Ziele sind mir auch viel wichtiger als die Erinnerungen. Durch so eine Idee wäre auch, auf der ganzen Welt die Matterhörner herauszuzupfen. Weil es ist erstaunlich, wie in verschiedenen Gebieten Berge stehen, die ganz viele Ähnlichkeiten mit dem Matterhorn haben. Praktisch die Matterhörner der Welt. Und da wurde ich einigermaßen so überrascht, weil ich mich beschäftigt mit dem Thema, auch mit Leuten oft einmal gesprochen. Und immer wieder flattert ein Foto ins Büro her mit wieder einer neuen Entdeckung. Und da wird immer mehr. Es ist zwar spannend, aber wenn es so weitergeht, dann hört es ja nicht mehr auf. Und das könnte man auch machen, einfach mal richtig schöne Berge besteigen und eine nette Geschichte daraus machen. Letzte Frage, wir haben auch gerade im letzten Winter eine recht kuriose Geschichte, also im letzten Winter, in der letzten Saison eine recht kuriose Geschichte von Christian Stangl, der auch die 7-Second-Summits begehen wollte und sich den K2 so ein bisschen hochvisioniert hat. Hast du das wahrgenommen und wie bewertest du so einen Vorfall für das Bergsteigen und ja genau für eure Zunft als Bergsteiger? Ist das gefährlich oder hat dich das eher amüsiert? Ja, ich war natürlich ich war schon auch traurig, weil sowas schadet den Alpinismus natürlich sehr. Es ist mit Sicherheit, die Alpingeschichte ist wahrscheinlich nicht so, wie sie präsentiert wird. Weil oben in diesen eisigen Abgeschiedenheiten, da gibt es keinen Schiedsrichter, da gibt es auch keine Kamera in den meisten Fällen. Also an sich kann jeder erzählen, was er will. Und es werden oft einmal Lügen verbreitet. Das glaube ich sicher, weiß sogar gewisse Sachen, aber gerade wenn ein Stangl, der ist ein Profi, weil sich ein Berg in die Tasche lügt wie den K2, so weit kann das einfach nicht kommen. Das schadet den Alpinismus, tut mir sehr leid, aber es ist einmal passiert und sicher der Druck ist da, aber man darf sich doch nicht durch einen Druck in solche Situationen hinein bewegen, das ist falsch. Dir wünschen wir jetzt noch ein paar positive Erfahrungen hier beim IMS, dass du viele nette Menschen triffst und dass du den Tag ja auch genießen kannst, bevor es für dich dann weitergeht. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Interview und ja, alles Gute. Ganz gern.